Liebe Ofenfreunde, der Robby ist es wieder. Ich erkläre euch, oder eine Frage wird beantwortet. Und zwar ist die Frage gestellt worden, wann eine Luftzufuhr geöffnet oder geschlossen werden muss. Geschlossen ist einfacher, bitte niemals komplett. Ja? Ein Feuer braucht Sauerstoff, wenn ich es komplett schließe, dann habe ich keinen Sauerstoff mehr im Verbrennungsprozess und gar keinen Verbrennungsprozess mehr. Also bitte niemals kaputt, niemals zuschließen, zumachen. Öffnen, beziehungsweise auch teilweise schließen, schließe ich das mit ein. Öffnen immer beim Anheizen. Also beim Anheizen müssen alle Luftklappen komplett auf sein. Primär, sekundär, vielleicht tertiär, gibt es ganz selten, aber gibt es noch. Die müssen komplett auf sein oder der Einhandregler, wie jetzt bei dem Ofen neben mir oder hier, ja, hat auch hier auch einen Einhandregler. Dann muss ich den komplett aufmachen, möglichst die Scheibe ein bisschen angelehnt lassen, damit möglichst viel Sauerstoff erstmal einströmt, damit das Feuer anbrennt. Und dann kann ich zumachen und einen Luftregler runterregeln. Runterregeln heißt, dass ihr das Feuer dabei bitte beobachtet. Das heißt, ihr könnt mal den Witz machen, einen kleinen Scherz, komplett zu, werdet gesehen, dass die Flamme in sich zusammensackt. Wir können das vielleicht in einem anderen Video auch nochmal genau zeigen, in einem Ofen. Und wenn ihr dann wieder aufzieht, entsteht die Backdraft. Klassisch. Ja, dann wird plötzlicher Sauerstoff in den Prozess reingegeben und dann springt die Flamme euch entgegen. Deswegen dürft ihr auch beim Anmachen bzw. beim Nachlegen, falls ihr nachlegt und da ist noch Feuer drin, was man gar nicht macht, aber falls ihr das macht, immer darauf achten, die Tür anlehnen, Luftausgleich stattfinden lassen, Druckausgleich stattfinden lassen und dann erst aufmachen, sonst springt euch die Flamme entgegen, weil die Flamme natürlich immer ihr natürliches Verhalten zeigt und will zum Sauerstoff. Und das ist logischerweise vor der Tür zu finden. Und Frauen, lange Haare etc., da ist auch schon das eine oder andere Haar kaputt gegangen, verloren gegangen. Also Luftstellung immer beachten, immer beobachten. Flamme kann immer gerne an dem Punkt sein, wo es kippt, also wo sie komplett in sich zusammenfällt. Aber sie sollte auch nicht so hoch brennen und so hell lodern, dass das Holz aus dem Ofen gezogen wird. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit, das muss man ein bisschen austesten. Wichtig ist, niemals komplett zu und während vollen Abbrand auch niemals komplett auf. Das macht keinen Sinn, das ist dann ja, Koks produzieren. Da kommt einfach zu viel Sauerstoff in den Prozess rein und das Holz kann nicht vernünftig vergasen. Das ist eigentlich die Antwort. Und wenn es Detailfragen dazu gibt, bitte unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal. Bis demnächst.